2. Wir spielen noch im Early Access und unsere Fraktion ist Lumeris. Im Hintergrund hören wir einen geilen Soundtrack. Unser Ziel ist, zu behaupten, die Position 1 im Score in der Gesamtpunktzahl ist durchaus möglich. Ehrlich gesagt war ich in der Situation noch nicht, auf Platz 1 zu sein. Ich war eher immer so Platz 3, Platz 4 und am Ende dann auf Platz 2. 20 Punkte, oh ja, hier, der Computer ist ein Punkt von uns entfernt, aber ich denke, irgendwie kriegen wir das hin. Wir haben relativ hohe Flottenkosten. Aber, ja, ich denke, wie gesagt, wir schaffen das. Und das wusste auch schon Bob, der Baumeister. Wobei ich hier sagen muss, dass wir verdammt krass im Minus sind. Ja, das müssen wir irgendwie mal lösen hier. Ich weiß gerade nicht wie. Also da müssen wir mal gucken. Und zwar eigentlich ganz schnell. Können wir da irgendwas, irgendein Gesetz auf den Weg bringen, was uns da hilft? Plus 100 on Chips. Aha. Tja, irgendwie nicht. Okay, da können wir schon mal nichts mitreißen. Die Flotte kostet uns 38. Puh. Ich weiß nicht, wie wir das ausgleichen sollen. Ich wollte eigentlich hier die Position halten. Was reißt das Ding hier denn? 99, 206. Was haben wir hier? 126, 284. Das ist schon schlecht für uns letztendlich. Oh, Construction Queue empty. Aber ich kann ja hier nichts bauen. Weil, tja, ist so. Ich brauche keine weiteren Schiffe. Vielleicht kann ich hier Specialization. Science. Wird ja hier Sinn machen. Minus 46. Puh. Population gained. Wo denn? Plus 20, Science. Ist immer gut. Population gained. Und Construction complete. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich hier noch bauen soll. Weil, irgendwie. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich damit hin wollte. Wollte ich es hier hinziehen oder so? Aber pff, das System ist ja eigentlich okay. Oder wollte ich da oben hin? Aber wichtig wäre ja eigentlich der Bereich. Können wir mal ein bisschen einsammeln. Titanium und ja, noch mehr Titanium. Ich weiß nicht, warum ich da oben hingeflogen bin. Ich habe mir die letzte Folge jetzt nicht mal angeguckt. Wir haben ein paar Tage dazwischen. Aber ich sollte doch die Grenze da hinten sichern.
grenzensichern relativ ist, weil. Pff, wer ist jetzt hier nochmal auf Platz 2? Der Grüne. Weiß ich denn schon, wo die. Ist ja er hier, ne? Naja, aber ich darf hier nicht vernachlässigen. Was kostet mich denn hier das Planetchen? Ist auch nicht das Beste hier. Ich kann es mir auch. Ups, ich kann es mir auch irgendwie nicht leisten. So gar nicht. Und Diplomatie gibt es natürlich noch nicht hier. Ich muss von diesem Minus runter. Minus 57, scheiße. Das ist richtig schlecht. Upkeep. Ich kann hier auch nichts mehr bauen. Kostet mich die Flotte auch Kohle, wenn ich sie auflöse? Ich glaube nicht. Ich glaube, dann kostet es mich nichts. Wo sind sie denn? Also wenn ich die jetzt hier auch auflösen würde, das machen wir dann gleich mal. Dann glaube ich, dass ich nichts bezahlen muss. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Hero Level Up. Können wir da irgendwas mit Dust oder so? Ja, versuchen wir es mal. Das hilft immer. So, erledigt. Construction complete. Ja, also, puh. Ich weiß nicht, was ich hier noch bauen kann. Plus. Oh, das ist gut. Das gibt Kohle. Wenn wir eins brauchen, dann ist es Kohle. Ja, ich kann es nicht ändern. Jetzt wieder minus 47. Sind wir schon im Minus. Also manchmal ist es hier schwierig, im Plus zu bleiben. Manchmal zumindest. Ich habe mir auch ein bisschen übernommen, was die Investitionen angeht. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich von den 47 runterkomme. Wenn ich die schönen Schiffe hier auflösen würde, hätte ich schon mal plus 30. Könnte man machen. Kann ich nicht. Warum nicht? Aber die kann ich auflösen hier. Ja, ich brauche es. Minus 29. Haben wir eine Runde gewonnen. Die sind hier noch in. Wie lange braucht der Außenposten hier noch? 9 Runden. Vielleicht finden wir ja Dust. Wenn wir jetzt hier eine Sonde hinschicken. Hyperium. Können wir hier irgendwas bauen? Nö. Ah. Hier.
Nein. Schade. Da wird so stehen hier in der Entwicklung. Aber okay. Muss ich komplett auflösen. Das hilft nicht. Minus 17. Das wirft mich wahrscheinlich zurück. Nein, im Moment noch nicht. Bin ich jetzt bei plus minus 0. Ich habe keine Flotte mehr. Ist nichts am Start. Müssen wir ja irgendwie wieder ins Plus kommen, wenn ich jetzt ein Ding hier wegmache. Sind wir plus 5. Das ist nur ein leichtes Plus, aber immerhin. Kostet mich jetzt alles Geld. Kann ich alles nicht machen. Auch das hier. Eine Fregatte. Ist cool. Würde ich gerne haben. Aber... ist nicht drin, finanziell gesehen. Wie lange würde die denn hier oben zur Konstruktion brauchen? Wenn ich jetzt theoretisch 9 Runden und hier nur 3 Runden. Aber ich bräuchte sie da oben. Ach, kann mir nicht jemand ein bisschen Geld schenken hier? Ich werde sie hier mal produzieren. Und wir brauchen neue Forschung. Irgendwas in Richtung Kohle. Plus, plus Kohle. Das hier zum Beispiel. Astrofinanzen. Und das geht sogar relativ schnell. Ich gucke mir mal eben alle an. Hier haben wir was Sinnvolles bauen können. Leider nicht. Sind wir irgendwie gelähmt, was so Produktion angeht? Kann auch nichts mehr Spannendes bauen. Immer nur Hyperium. Gut, wenn wir gleich die Astrofinanzen bauen können, dann wird's ja hoffentlich. So, weiter geht's. Zwei Runden dauert's hier. Drei Runden da. Ich glaube, hier lohnt sich's. Ah, okay, 6 Runden. Müssen wir einmal irgendwie bauen. Hier geht's nicht.
warum nicht? Kann ich noch gar nichts machen. Fliegen wir mal weiter hier hin. Oh, nein, so. Das hier hin. Einmal tauschen. Und neue Forschung. New Government Types und New Law Slots. Das erforschen wir. Okay, hier kann ich nichts Vernünftiges einbringen. You have met Sankt Sheiwa von den Vodjani und die Pazifisten bei 67%. Können wir als Pazifisten gewinnen? Imperium und Blue Cap Mold Resources. Ja, da haben wir schon einiges eingesammelt. Wir sind jetzt wieder auf Platz 2, leider. Aber es wird sich ändern. Es wird sich ändern. Fregatte 10 Runden. Nö. Colonial Rights. Zuspruch. Und Einfluss. Einfluss brauchen wir. So, jetzt plus 17. Geht doch wieder hoch. Welchen Helden nehmen wir denn? Was brauchen wir denn? Scientist, Industrialist. Wie stark sind die Schiffe jeweils? Nicht wirklich stark. Aber... Das sind zwei Lumeris. Unterschiedlicher Familienangehörig. Und ein Vodjani. Ich würde sagen, der Industrialist ist ein bisschen ich nehme ihn hier. Den würde ich gerne nehmen. Also wir können es nicht erlauben, hier minus 20 Dust, deswegen lieber minus 20 Science. Im Moment brauchen wir Kohle ohne Ende. Ich überlege, wo wir den einsetzen können. Hier oben vielleicht, in dem System. Oder in ein... Was machst du hier, Junge? Oder in einem von den Systemen. Ich muss hier meine Schiffe hinziehen. Wie lange brauche ich denn bis dahin? Egal, die müssen dahin. Was macht der da? Ich glaube, ich formiere mir hier einen schnellen Hero. Setzen hier ein, das ist die größte Kolonie da oben. Ich glaube, ich setze ihn hier ein. So, was pushen wir? Zum einen natürlich Dust und Science.
plus 3. Was ist ein Upkeep für das Ding? Was kostet mich das ein gutes Stück? Steht hier nicht. Wir bauen es einfach. So, eine Kolonie. Eine Koko-Kolonie. Uns hier spezialisieren. Colonial Exchange. Effects. Plus One Dust. Okay. Dann gehen wir doch hier diesen Weg. Improved Bunkers. Ich glaube, das macht hier oben sehr viel Sinn. Wo fahren wir hier mit? Genau, mit dem Drohnennetzwerk. Ah, ich will immer mit Escape aus dieser Ansicht raus, aber es hilft ja nicht. So, hier ist noch was empty. Aber hier kommen dann auch die Bunker. Kostet mich 4 Dust, aber das ist es mir wert. Mal dieses Sternsystem müssen wir uns noch holen. Piraten, Piraten. Jetzt bin ich auf den dritten Platz gerutscht. Okay. Das ist nicht gut. Ja, ich kann nicht so viele Schiffe hier. Mal gucken, was es hier gibt. Auch da tendiere ich hin zu den Bunkern. Die Fregatte braucht hier 8 Runden. Das ist nicht wirklich lange. Wie stark sind die denn? Ich weiß es gar nicht. Zur Not muss ich wirklich hier die Fregatten bauen und dann angreifen, um ja, ein bisschen Macht zu demonstrieren. Oh, sie haben sich's geholt. Natürlich haben sie es sich geholt. Sehr nervig. Level up für unseren Freund. Du auch? Du auch, natürlich. New Population und alles empty hier. So. Jetzt heißt es Angriff. So, Bethel wird erstmal aufgeräumt hier. Die Fregatte hat Wumms. Definitiv. Guten Wumms. Kommt nochmal eine hinterher in 5 Runden. Was haben wir hier Schönes? Haben wir auch eine. Ah, Create. Und die. Die braucht wahrscheinlich Ewigkeiten bis hierhin. 11 Runden. Naja, gut. So, ich würde, glaube ich, die Exo Science Station opfern für das hier. Hier schon eine Spezialisation. Okay. Hier machen wir dann auch das hier. Und wie lange brauchen wir dafür?
4 Dust Upkeep, okay. Also jetzt ein bisschen haushalten. Gehen wir jetzt hier Richtung Science vielleicht, 3 Runden. Colonial Rights lasse ich mal. Was ist das hier? Natürlich. War klar, dass die uns angreifen. Die sind ja noch nicht mal wirklich stark. Also können wir es wagen. Wir werden zwar vermutlich nicht zerstört, okay. Vielleicht sollte ich hier doch noch ein Schiff bauen. Auf jeden Fall aber sollte ich mich verpieseln. Ja, ich weiß, dass hier noch was offen ist. Wie lange dauert das denn? 7 Runden, okay. Ich würde die Pazifisten unterstützen. Aber das hilft nichts, die Scientists gewinnen. Wenn auch knapp. Dritter Platz. Bin ja da total unzufrieden mit. Also richtig unzufrieden. Ja, was soll ich auf den bauen? Eigentlich kann ich hier nicht. Ah, okay, hier doch. So machen wir es. Reduce sheet costs. During elections. Nö. Das brauche ich nicht. So, wir können hier Change Government. Wie wäre es denn mit... Wir sind eine Republik. Oh, wir haben noch nicht mal 40 Approval. Auch wenn jetzt eine Demokratie cool wäre. Runden Anarchie ist echt ein bisschen viel. Plus 50 Forschung. Ich würde dieses Eureka oder das hier nehmen. Plus 100% Dust on Ships. Ich glaube, ich nehme den Eureka Act. Bringt einfach nochmal mehr Forschung. So, Betelbomben war weg. Können wir nicht wegbomben.
Okay. Die Roten. Die Roten, die sind auch noch vor uns. Vielleicht sollten wir mit denen Krieg anfangen. Ich wäre schon fast dafür. Einfach aus Prinzip. Und weil wir es können natürlich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Also wir müssen jetzt hier ein bisschen Gas geben. Also würde ich den Sophons doch einfach mal den Krieg erklären. Weil, gut, wir könnten auch Frieden, aber nö. Immer mal den Krieg hier. Ich möchte mal gewinnen, eine Runde. So. Was können wir hier machen? Invade, Fleet Action. Möchte ich jetzt noch nicht machen, weil ich möchte erst noch ein bisschen dezimieren. Entschuldigung. Mal gucken, was die da machen. Wohin war der noch mal unterwegs? Okay, der geht dahin. Ich schieße hier meine Fregatte nach. Was war Optimized Logistics? Ich glaube, ich brauche was anderes, nämlich Detection Level, Movement Points. Ich brauche mal mehr Planeten. Sollen wir nicht mal einen Break machen? Ich glaube, wir spielen schon Ewigkeiten. Und das ist auch der Fall. Wir machen mal kurz einen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.